Es geht um Faulenzen, das Fischen, das aktive Fischen auf Raubfische. Und was braucht ihr dafür? Erstmal empfehle ich euch dafür eine Rute, die einen sehr hohen Kohlefaseranteil hat. Ich habe jetzt eine Rute, die ist 2,70 Meter lang. Wir sind hier an einem Fluss, an einem Fließgewässer. Das Ganze könnt ihr natürlich auch an einem Stillgewässer machen, das Faulenzen. Aber ich bevorzuge dafür eine Rutenlänge von 2,70 Meter. Sehr viel Kohlefaseranteil. Das heißt, die Rute ist sehr schnell, die Rute ist leicht. Es ist aktives Angeln, die soll ja auch leicht sein. Weil ihr müsst schon so ein bisschen werfen, um auch erfolgreich zu sein. Dazu habe ich hier eine Stationärrolle, in dem Fall eine 4000er Größe. Und ihr seht das schon, die ist auch ziemlich voll. Das heißt, 1 bis 2 mm Schnur bis zum Rand, um auch weit zu werfen. Und was ist das Faulenzen jetzt nun eigentlich? Ihr werft den Köder raus, in das Wasser rein, in dem Fall jetzt hier in diesem Flusssystem rein. Und jetzt seht ihr schon, ich habe meinen Finger gestreckt und ich gehe jetzt langsam, geht der Gummifisch jetzt zugrund. Und der erste Wurf ist eigentlich weniger interessant. Sobald der Köder aufgekommen ist, er ist jetzt aufgekommen, jetzt wird es als richtig interessant, weil das Faulenzen ist im Endeffekt, ihr bewegt die Rute nicht. Der Rutenarm bleibt ziemlich stabil. Ich halte meine Rute jetzt so 40, 45 Grad nach oben und drehe über die Rolle 3-4 Mal an und warte, bis der Gummifisch nach unten geht. Und das ist eigentlich die interessante Phase, wenn der Gummifisch nach unten kommt. Das heißt, über 90% der Fische beißen im Absinken. Ihr macht alles, die Bewegung über die Rolle. Und das ist so die größte Herausforderung erstmal zum Anfang, die Rute wirklich stabil zu halten. Die soll sich nicht bewegen. Ihr müsst wirklich daran arbeiten, den Biss sozusagen zu erahnen. Und das kann man. Das heißt, bevor der Gummifisch aufkommt, kommt der Biss. Und was müsst ihr machen? Sofort reagieren, sofort anschlagen. Eigentlich eine sehr simple Methode. Man muss sich aber etwas konzentrieren dabei, weil sonst verschläft man den Biss. Habt ihr eine Rute mit sehr viel Kohlefaseranteil, ist die Bisserkennung sehr, sehr gut. Habt ihr eine gute geflochtene Schnur? Dementsprechend auch. Und das ist auch Voraussetzung, um das Faulenzen richtig gut zu meistern. Und wenn ihr das probiert, ich kann euch versprechen, das Faulenzen wird euch sehr, sehr viele Fische bringen. Ja, man kann natürlich auch mit der Einholgeschwindigkeit variieren. Im Winter reicht es manchmal aus, dass ihr nur einmal einholt. Dann habt ihr immer noch eine langsame Führung, das ist ja wichtig. Selbstverständlich muss dabei der Gummifisch, in dem Fall habe ich ja einen Gummifisch dran, dementsprechend vom Gewicht natürlich angepasst werden. Ja? Man kann auch ein bisschen schneller drehen, dann im Sommer, und die Rute dementsprechend noch höher heben, dann ist die Frequenz dementsprechend noch viel höher und ihr erreicht damit eine längere Absinkphase. Entscheidend ist die Absinkphase, und als Tipp von mir, die Absinkphase muss mindestens immer eine Sekunde sein. Das ist ganz entscheidend, weil da über 90% der Fische beißen. Wenn die Fische mehr am Grund stehen und gar nicht so mehr ins Mittelwasser gehen, könnt ihr auch die Rute runterhalten. Wenn es geht, direkt zum Köder hin. Das ist natürlich dann für die Bisserkennung sehr, sehr gut. Und ihr habt damit eine geringere Frequenz. Das müsst ihr ein bisschen variantenreich probieren an eurem Gewässer, an eurem Spot. Und wenn ihr das beherzigt, werdet ihr auf jeden Fall erfolgreich sein. Das Faulenzen ist eine sehr interessante Methode und besonders schön ist, ihr fischt extrem langsam. Das ist das Gute. Ihr bewegt nicht viel die Rute. Probiert das auf jeden Fall aus. Ich kann euch eins versprechen, in der Absinkphase kommt der Biss und ihr werdet euch das erste Mal so richtig erschrecken. Probiert das wirklich aus. Es ist sehr, sehr effektiv. Und ja, schöne Grüße und denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Bis dann, euer Jan.